Wir bedanken uns ganz herzlich unsererseits vom Linklaters-Team. Und Arne, Claudia und meine Wenigkeit würden jetzt die nächste halbe Stunde nutzen und ein bisschen präsentieren, was wir mit Legal Tech alles bei Linklaters machen und im Laufe der Jahre insbesondere Arne und Claudia aufgebaut haben. Und ich darf ein paar einleitende Worte sprechen, im Grunde aus Sicht desjenigen, der das Legal Tech bei Linklaters und gegenüber den Mandanten nutzt und über die vergangenen Jahre genutzt hat. Und vielleicht auch da, ich bin hier schon über 20 Jahre bei Links und ganz am Anfang muss man natürlich sagen, hat Legal Tech keine so große Rolle gespielt, aber insbesondere jetzt in den letzten 10 Jahren extrem und wir kommen an Arno und Claudia überhaupt nicht mehr vorbei. Im positiven Sinne natürlich. Und das meine ich, also von Anfang Mandat bis Ende Mandat. Wir werden das nachher an ein paar verschiedenen Fällchen sehen, die wir darstellen. Wenn ich eingeladen bin zu einem Pitch vom Mandanten, dann ist es in der Regel so, dass Claudia oder Arne mitkommen, dass wir gemeinsam schon zum Mandanten gehen und eben auch berichten, was wir an Legal Tech und Operations alles für den Mandanten machen und tun können. Dann bin ich selber tätig im Bereich des Kartellrechts. Da gibt es schon mal durchaus die ein oder andere Durchsuchung, wie jetzt von den Böhnen letzte Woche mal wieder. Und dann gibt es danach viele, viele Dokumente, die man hat und die man verarbeiten muss. Da ist Legal Tech mit dabei. Es gibt viele Dinge, die man vielleicht nicht überall teilen möchte, sondern dann auf einem Extranet liegen hat, wo man mit dem Mandanten sehr gut korrespondieren kann. Das sind nur so zwei, drei kleinere Beispiele, wie wir in unserem täglichen Leben mit Legal Tech operieren. Und ich übergebe jetzt einfach mal an Arno und Claudio und mische mich sicher zwischendurch von der Nutzerseite ab und an nochmal ein. Ja, und wir freuen uns auf die Diskussion dann insbesondere und auf Gespräch und Austausch. Ja, vielen Dank, Dani, für die Einleitung und auch dafür, dass du immer wieder die Nutzerperspektive hier in unseren kleinen Vortrag reinbringen kannst. Auch ein herzliches sozusagen Hallo von meiner Seite. Was wir heute geplant haben in den nächsten wahrscheinlich jetzt nur noch 25 Minuten, ist, dass wir kurz von der Vogelperspektive in das Thema einsteigen wollen, weil wir bei uns im Team der Meinung sind, dass letztendlich der Bereich Legal Technology ein Baustein einer insgesamt effizienter und anders gerichteter Mandatsbearbeitung ist. Und warum wir das sehen und wie wir das sehen als Kanzlei, wollen wir zum Anfang zumindest ganz kurz darstellen. Das zeigen wir dann auch gleich anhand von ein paar Slides und gehen dann eben tiefer in das Thema Legal Tech rein und haben vor allem zum Ende hin vier kleine Case Studies mitgebracht, die wir gerne Ihnen heute einmal vorstellen wollen, um das Thema auch wirklich greifbarer zu machen und greifbarer zu machen, was wir bei Linklaters das damit meinen. Dann würde ich jetzt nochmal den Screen zeigen. Das ist sozusagen, ich hoffe, dass Sie ihn jetzt alle sehen können. Wie gesagt, wollten wir uns ein bisschen sozusagen aus der Vogelperspektive nähern. Angefangen, und ich glaube, das ist das, was die Daniela Seliger auch gerade beschrieben hat, haben wir als Kanzlei mal in so einem sehr, sehr traditionell aufgesetzten Geschäftsmodell, was, glaube ich, sehr stark gekennzeichnet war davon, dass man Anwaltsteams hat, die eigentlich immer wieder gleich aufgesetzt sind, nämlich oben der Partner, dann der seniorige Associate, Managing Associate und dann Juniors unten drunter, und letztendlich so aufgesetzt wird als Pyramide und alles das, was Anwaltskanzleien an Leistungen, an Produkten dem Mandanten gegenüber erbringen, wird letztendlich durch dieses Kernteam oder mehrere dieser Kernteams aber mehr oder weniger immer in so eine Pyramidenstruktur und immer vor allem gekennzeichnet dadurch, dass es ja sehr, sehr stark juristisch geprägt ist, sehr stark die gesamte Wertschöpfung eben durch Anwälte erbracht wird. Und das ist sozusagen das Modell, wo wir herkommen. Und das, was wir bei Linklaters das sehen und auch schon seit sehr, sehr langer Zeit sehen, also zumindest jetzt sagen wir mal seit 10 Jahren, wenn wir unseren Bereich angucken, ist, dass diese traditionelle Pyramide inzwischen aufgebrochen wird, würde ich jetzt mal vielleicht sagen, oder zumindest sich um diese Pyramide herum immer weitere Teile gebildet haben, die eben Bestandteil der Mandatsbearbeitung geworden sind im Laufe der Zeit. Die Symbole hier auf der rechten Seite sind letztendlich nur Symbole, die Teile davon widerspiegeln, ohne dass jetzt jedes Symbol etwas Spezifisches darstellt. Aber mit Sicherheit sind es Bereiche, die uns allen vollkommen bewusst sind, wie Legal Technology
wie Prozessoptimierung, wie Nutzung von Recherchequellen und Tätigkeiten, wie Transaktionsanwälte, das juristische Projektmanagement, Big Data, ganz, ganz viele Themen, die eben inzwischen Teil dieser Leistungserbringung geworden sind. Bei uns ist das gebündelt unter Legal Operations, also das ist der Name der Abteilung, die ich auch führen darf, eben in der deutschen Kanzlei. Und hier noch ein kurzes Zitat von unserem Senior Partner zu dem Team, wo wir jetzt aber nicht näher darauf eingehen wollen, sondern das, wo wir jetzt relativ schnell drauf kommen wollen. Was ist eigentlich Legal Operations? Legal Operations teilt sich bei uns in der Kanzlei in drei verschiedene Säulen. Das ist Alternative Legal Services. Das ist alles das, was direkt in die Mandatsteams und die Mandatsbearbeitung einfließt. Das sind unsere Transaktionsanwälte, Wirtschaftsjuristen. Das ist der Bereich Legal Project Management, den der Claudio Flockel, der gleich auch noch vortragen wird, bei uns verantwortet in Deutschland. Und das ist der Bereich Legal Tech Application. Und Legal Tech Application, weil es eben in der mittleren Säule auch nochmal Legal Tech gibt, ist alles das, wo wir als Kanzlei letztendlich Legal Technology Lösungen am Markt kaufen, die teilweise anpassen auf unsere Bedürfnisse, aber die wir eben immer noch eingekauft haben und dann relativ eins zu eins in die Mandatsbearbeitung mit einbringen. Gibt es unzählige Beispiele, Okay. AI-Tools, Datenraum, Super. Don't Datenraum, Anbieter und worry. weitere Anbieter von standardisierten Lösungen. Und gleichzeitig in dieser mittleren Säule Innovation Efficiency gibt es das eigentliche Innovation Team, was bei uns das Innovationsmanagement macht, und dann eben den Bereich Legal Tech Development. Und da geht es darum, dass wir Bedürfnisse als Kanzlei haben, die über das hinausgehen, was man am Markt als eigentliche Lösung kaufen kann, und teilweise auch Bedürfnisse unserer Mandanten, so dass wir auch ein kleines Entwicklerteam haben, was eben eigene Legal Tech Lösungen für uns entwickelt. Also deswegen Legal Tech auf zwei Säulen. Das eine ist eben mehr oder weniger das off the shelf, wie man sagen würde. Und das andere ist das selbstentwickelte. Und dann die Bereiche Document Automation, Process Improvement und hin zur Beratung, was Legal Operations Aufstellung und Themen angeht. Und dann das Know-how und Information auf der rechten Seite. Warum das wichtig ist, zeigt sich auf der nächsten Slide oder warum wir das überhaupt erzählen. Für uns gehören alle diese Dinge zusammen und alle diese Dinge, die eben gebündelt sind unter Legal Operations, sind Teil der Mandatsbearbeitung und aus unserer Perspektive auch einer effizienten und effektiven Mandatsbearbeitung. Und alle diese Teams erbringen Leistungen sozusagen ausgerichtet auf unseren Meta-Lifecycle, den man auf dieser Folie sieht. Ich glaube, das ist sehr, sehr viel Text auf dieser Folie. Und wir werden da jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen. Was aber aus unserer Perspektive wichtig ist und deswegen auch der Titel dieses Seminars Mensch und Maschine, ist letztendlich erstens, die ganzen Teams und die ganzen Beteiligten müssen möglichst reibungslos ineinander greifen und müssen reibungslos ihre Leistungen, verschiedene Leistungen im Mandat erbringen. Und all das funktioniert eben nur als Kombination aus Mensch und Maschine. Also wir folgen nicht den Ansatz als Kanzlei zu sagen, wir kaufen jetzt Legal Tech-Lösungen am Markt ein, stellen die unseren Anwälten zur Verfügung und die können die nutzen, wenn sie die nutzen wollen. Sondern unser Ansatz ist eher, dass wir Expertenteams rund um diese Lösung aufbauen, die dann wirklich mit den Praxisgruppen arbeiten, die Praxisgruppen beraten, was den Einsatz der Lösung angeht und die Lösung auch im Mandatsgeschäft dann am Ende betreuen. Also das, was wir nicht machen, ist zu sagen, wir kaufen jetzt eine AI-Lösung sagen dann, die gesamte Kanzlei hat jetzt Zugriff auf diese AI-Lösung und alle Mandatsteams können die dann frei nutzen, sondern das, was wir machen, ist, wir kaufen eine AI-Lösung und haben dann eine AI-Expertin beispielsweise in Deutschland, die wirklich dann mit den Teams zusammenarbeitet und eben sagt, wie kann ich eigentlich diese Lösung optimal in das Mandat integrieren, die dann dabei ist, die Lösung aufzusetzen für das Mandat, zu bestücken mit den Dokumenten, die das Training auf der AI-Lösung betreut, die die Teams anleitet, die den Fortschritt in der Review beispielsweise der Due Diligence überwacht und die sozusagen permanent Ansprechpartnerin ist. Ich glaube, dieser Meta-Lifecycle rundet diesen Gedanken des Legal Operations eigentlich sehr gut ab. Wir haben die Teile des Lifecycles, die sich hier mit Legal Technology beschäftigen, hier auch mal hervorgehoben.
um eben zu zeigen, wie eigentlich dieses Thema im Rahmen des Lifecycles eben im Beginn des Mandats ist es für uns inzwischen Standard geworden. Das hat die Daniela Seliger auch am Anfang gesagt, dass wir eben gemeinsam mit unseren Partnern und Teams zusammensitzen und eben dann überlegen, was ist eigentlich ein optimales Setup für das spezifische Mandat? Was bringt hier wirklich einen Mehrwert und einen Nutzen? Und dazu gehören natürlich Legal Tech-Lösungen in einem ganz entscheidenden Maße, so dass wir versuchen, und wir haben eine Kategorisierung von Mandaten. Wir wissen natürlich, was sind die Produkte, die die einzelnen Praxisgruppen eigentlich unseren Mandanten anbieten. Von daher haben wir eine gewisse Vorerfahrung. Aber wir starten bei jedem Mandat eigentlich erstmal mit einem persönlichen Gespräch mit den Partnern und überlegen dann gemeinsam, was für Legal Tech-Lösungen können eigentlich eingesetzt werden. Wenn wir zum Beispiel wissen, es ist ein verkaufsseitiges M&A-Mandat, dann haben wir schon mal einen Anhaltspunkt, was haben wir in der Vergangenheit gemacht, was hat gut funktioniert, wenn es ein käuferseitiges M&A-Mandat ist. Genauso, wenn es ein kartellrechtliches Down-Rate-Mandat ist, wie die Daniela Seliger vorhin beschrieben hat. Ebenso, also wir haben einen Anhaltspunkt, aber letztendlich ist es immer eine Aufnahme des spezifischen Mandats und dann eine Entscheidung, was wollen wir eigentlich nutzen und dann natürlich auch die Darstellung dieses Angebots im Rahmen des Pitches, wo wir dann das in den Folien darstellen oder in unserer Pitch-Unterlage und dann auch mit dem Pitch zu besprechen, dazugehen, um von Anfang an eben nicht nur über das Was und die rechtlichen Aspekte der Beratung zu sprechen, sondern eben auch das Wie erbringen wir eigentlich die Beratungsleistung, wie funktioniert die Kollaboration. Dann geht es eben in die Setup-Phase, wo es dann darum geht, das, was man letztendlich in der ersten Phase sich theoretisch überlegt hat, in die Realität umzusetzen. Bei vielen Legal Tech-Lösungen gibt es eben eine Setup-Phase, wo man am Anfang sagt, man setzt das Mandat auf, man definiert beispielsweise bei einer AI, was sind jetzt die spezifischen Klauseln, die ich extrahieren will, oder man definiert bei einem E-Discovery-Mandat, was sind jetzt eigentlich die Search-Terms, muss definieren, wie kommen eigentlich die Daten in die Legal Tech-Lösung, wer ist für was verantwortlich, wie sind die Schnittstellen zu unserem Mandanten oder auch zur Gegenseite oder Gegenpartei. All das findet in der Setup-Phase statt, wie soll der Datenraum strukturiert werden. Dann geht es über in diese Deliver-Phase und da geht es dann letztendlich darum, die Lösung, die Legal Technology-Lösung über die gesamte Mandatslaufzeit zu betreuen. Wir haben immer einen festen Ansprechpartner, wenn die Teams Schwierigkeiten haben, gerade beim Onboarding von neuen Kollegen, dass es eine vernünftige Schulung und Einführung auch in die Legal Tech-Lösung gibt und dass es eben auch Möglichkeiten gibt, wie eingangs beschrieben, wir haben ein kleines Entwicklerteam in Deutschland, was eigene Lösungen baut. Das kann auch im Laufe des Mandats passieren, wenn man eben merkt, hier gibt es gewisse Schnittstellen, die fehlen, die wir aber brauchen für eine effiziente Arbeit. Auch das ist eine Möglichkeit. Und dann in der letzten Phase, die ist für uns ganz entscheidend, Close, Learn and Innovate, also sozusagen der Projektabschluss, der bei uns eigentlich immer mit einem Meta-Debrief endet, um eben auch aus dem zu lernen, was wir eigentlich, um das aufzugreifen, was wir im Laufe des Mandats gelernt haben. Und diese Close Learn und Innovate Phase ist für uns eigentlich die Basis für ein erfolgreiches Innovationsmanagement, weil wir überzeugt davon sind, alles oder vieles von dem, was wir im Bereich Innovation und Innovationsmanagement machen, kommt eigentlich aus der tatsächlichen Beratung, weil wir eine Beratungsorganisation sind. Wir sind eine große Anwaltskanzlei, deswegen ergibt sich eben viel von dem, was wir eigentlich auf der Innovationsseite machen müssen, aus unserer tatsächlichen Beratungstätigkeit. Und von daher ist das immer so ein bisschen der Motor, der auch eben Opportunitäten entdeckt. Wie können wir, also wo sollten wir eigentlich besser werden? Machen wir auch für Erfahrungen im Bereich Legal Technology? Wo haben wir gemerkt, es gibt Schwachstellen für die einzelnen Lösungen? Wie können wir das wieder zurückführen auf beispielsweise die Anbieter oder wenn wir Tools selber entwickelt haben, auf unser Entwicklerteam? Wie müssen wir die Dinge weiterentwickeln, fortentwickeln? Aber auch ganz andere Dinge. Wo sehen wir, dass wir immer wieder gleiche Dokumente benutzen? Was müssen wir ansonsten automatisieren? Wo müssen wir Prozesse verschlanken? Wo werden Aufgaben nicht optimal verteilt? Also das ist eine ganz entscheidende Phase, um eben sich kontinuierlich als Kanzlei auch weiterzuentwickeln und zu verbessern. Das ist letztendlich jetzt so in der Kurzform, in der Nutshell, wie der Engländer sagen würde, das, wie sich das Thema Legal Technology bei uns durch die Mandatsarbeit durchzieht, wie es aufgesetzt ist. Und das ist eben eine ganz, ganz
natürlich überblicksartige Darstellung an dieser Stelle auch das Angebot an alle, die hier heute dabei sind, sich natürlich im Nachgang gerne auch nochmal bei uns zu melden mit Fragen. Aber wir würden jetzt eben übergehen, nochmal darzustellen, wie funktioniert das jetzt eigentlich genau in der Mandatsarbeit und was sind sozusagen die einzelnen Folgen. Dafür würde ich jetzt mal meinen Kollegen Claudio Flock übergeben. Ja, super. Vielen Dank, Arne. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Claudio Flock ist mein Name. Ich leite im Team vom Arne Gärtner das Legal Project Management in Deutschland bei Linklaters. Und wir haben, wie der Arne Gärtner gerade schon gesagt hat, mal ein paar kurze Fallstudien mitgebracht zu Projekten, die wir auch kürzlich abgeschlossen haben, die ein bisschen Einblick geben auf, wie gehen wir eigentlich mit Legal Tech um, die wir schon im Haus haben, die wir quasi off the shelf auf dem Mandat einsetzen können. Was machen wir auch selber mit unseren Developern? Und insbesondere spannend die Frage, und das ist auch schon der Einstieg hier in den ersten Fall, wie integrieren wir das eigentlich auch ineinander? Wir haben ja gerade auch gesehen, dass es wichtig ist, dass Teams und Tech gut zusammenarbeiten, ineinander greifen. Und auch der Prozess, der dann dahinter steht, will natürlich durchdacht sein und wie die einzelnen Tools vielleicht zusammenarbeiten können, insbesondere dann auch, wenn man nicht wirklich eine Schnittstelle zwischen zwei Plattformen hat, die man schon nutzen kann, sondern gegebenenfalls auch noch ein Medienbruch hat, dem man dann möglichst gut umgehen sollte und kann. Das erste Beispiel ist ein Spin-off, was wir gerade beraten haben, wo im Rahmen des Gesamtprojekts sich einmal die Fragestellung gestellt hat, Change of Control Due Diligence, also eine Fragestellung, die natürlich auch relativ häufig bei M&A-Projekten vorkommt oder im Corporate. Startpunkt war, dass wir die komplette Datenraumstruktur in HiQ aufgesetzt haben und dort eigentlich alles für die Prospektidee und auch weitere Dokumentation im Datenraum gesammelt haben und mussten dann aber für die Change of Control Due Diligence ein Subset an Dokumenten uns einmal ziehen und dann reviewen, weil wir gesagt haben, wir wollen das in Kira machen, unserer AI-Lösung, weil insbesondere Change of Control ein relativ standardisierter Fall ist, wo man mit Kira oder mit einer KI-Lösung sehr, sehr gut schon Vorarbeiten machen kann, um dann nicht jedes Dokument einzeln durchzugehen und dann Findings rauszuschreiben. Das heißt, wir haben die Dokumente dann erstmal alle runtergeladen, wussten aber auch, dass Dokumente in diesem Download waren, in diesem Bulk, die nicht zwingend relevant sind für die Review, die man auch schon vorab durch Anschauen des Titels oder auch Dateiendungen ausschließen kann. Und um dann aber nicht in den Fall zu kommen, dass jemand da händisch durchgehen muss durch die komplette Struktur an Dokumenten, das waren nämlich, ich glaube, 3000 Dokumente, die wir reviewen mussten, haben wir ein Tool gebaut, das A, einmal von dem Dokumentenset, was wir runtergeladen haben, einen Index auf dem Desktop erstellt, denn das ist das, was man nicht so gut machen kann, sich einen Index ziehen auch von Sachen, die man bei sich irgendwie auf einer lokalen Platte hat, und dann aber zusätzlich auch alle Dokumente sofort gelöscht hat in dieser Ordnerstruktur, die nicht als PDF oder Word in der Dateiendung waren, sprich eben von uns ausgeschlossen wurden als nicht relevantes Dokument in dieser Review. Das heißt, damit haben wir schon mal auch das Dokumentenset deutlich runtergedampft und konnten dann die übrigen Dokumente, die wir dann in der Vorwahlauswahl hatten, in Kira hochladen und haben dann da die Review drüber gesteuert. Was für uns ganz wichtig und spannend an so einem, an einer KI-Plattform ist, ist nicht nur der reine Fakt der inhaltlichen Review, die natürlich erleichtert wird, dadurch, dass ich Klauseln dann schneller identifiziert bekomme und der Mensch, der dahinter sitzt, nur noch mal kurz drüber schaut und prüft, ob das denn auch stimmt oder man gegebenenfalls noch was ergänzen muss. Aber wir haben eben auch durch Felder wie Governing Law oder die Sprache des Dokuments schon die Möglichkeit, auch durch Kira die Review zu steuern. Das heißt, wir wissen direkt, welches anwendbare Recht steht in einem Dokument und können das dann auch direkt dem entsprechenden Review-Team zuweisen, weil häufig ist Vertragsdokumentation auf Englisch, aber das heißt ja nicht zwingend, dass dann auch jemand, der in England oder in den USA sitzt, sich das Dokument dann auch anschauen muss. Das heißt, die reine Steuerung der Review sowohl als auch die inhaltliche Review haben wir dann über Kira gemacht und hatten dann die Möglichkeit, am Ende die ganzen Ergebnisse, die wir dann direkt in der tabellaren Form auch hatten, wieder zurück zu überführen in HiQ. Denn wer die Plattform kennt, der kennt vielleicht auch das iSheets-Modul, was eine Datenbank im Prinzip ist. Wie eine Excel-Tabelle kann man sich das vorstellen, wo wir die Ergebnisse dann für den Mandanten wieder hochgeladen haben, weil insbesondere auch der Wunsch bestand,
ja, wir brauchen die D-Report am Ende, aber wir wollen eigentlich insbesondere die Findings, die am Ende rauskommen, die wollen wir für uns in eine To-Do-Liste überführt haben, damit wir dann auch wieder aufs Business zugehen können und die einzeln abarbeiten können, wo dann gegebenenfalls mit Vertragspartnern gesprochen werden muss oder Änderungen an den Vertragsdokumenten vorgenommen werden müssen. Das heißt, das war nicht nur der reine Punkt, wir haben eine juristische Aufgabe bekommen, die umzusetzen, das Ergebnis zu liefern, sondern integriert in den Prozess und die Infrastruktur, die wir zur Verfügung hatten, Front-to-End, Beratungsprodukte dann zur Verfügung zu stellen, was uns dann außerdem noch ermöglicht hat, und das ist ja auch nicht immer der Fall bei einer Due Diligence, innerhalb des Budgets zu bleiben, dadurch, dass wir eine sehr, sehr hohe Planbarkeit hatten. Wir wussten, wir kannten die Parameter, wir kannten die Dokumentenanzahl, wussten, welche Felder gesucht werden müssen und hatten auch Erfahrungswerte dadurch, dass wir sehr, sehr häufig mit Kira arbeiten, sodass wir dann eine sehr, sehr hohe Planbarkeit hatten und eben auch das Budget einhalten können. Wenn wir nochmal einmal weiterklicken, sehen wir nochmal kurz ein paar Stats zu dem Projekt. Das waren 11 verschiedene Sprachen mit 6 Büros, die involviert waren, und so im Schnitt haben wir 3 Minuten pro Dokument gebraucht. Was, wenn man sich mal überlegt, wie das typischerweise ist, dass man ein Dokument aufmacht, erstmal durchscrollen muss, Sachen rauskopieren muss, schon sehr, sehr schnell ist. Und insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir auch einen 100%-Ansatz fahren. Das heißt, selbst wenn wir eine KI-Lösung nutzen, haben wir immer noch mal einen Anwalt, der über das Dokument drüber schaut, um zu schauen, ist auch wirklich alles gut gegangen. Das geht dann häufig sehr, sehr schnell. Aber eben dieser 100%-Ansatz und trotzdem 3 Minuten pro Dokument und knapp 3.000 Dokumente, die wir geprüft haben. Insgesamt ein sehr, sehr spannender Fall, weil er eben sehr integriert war. Gerne schon auf die nächste Folie. Ein Projekt war, das wir auch kürzlich abgeschlossen haben beim Unternehmensverkauf, also auch aus dem Corporate M&A-Bereich. Hier insbesondere auch schön, das ist das, was wir eben gesehen haben, auch von den Teams, die wir haben im Alternative Legal Services-Bereich bei uns, sowohl Transaction Lawyer als auch Legal Project Manager und unsere Tech-Developer hier auf dem Projekt involviert gewesen. Hier haben wir insbesondere den Datenraum einmal aufgebaut, die Due Diligence vorbereitet, einen VDD-Report auch gemacht und haben da auch HiQ für genutzt. Zieht sich auch so ein bisschen durch. Der nächste Fall ist gleich auch nochmal HiQ. Was eine Plattform ist, wer das nicht kennt, ist von Thomson Reuters. Eigentlich ein Datenraum, der aber noch sehr, sehr viele Module bietet, die sowohl zum Projektmanagement als auch zur reinen Kollaboration genutzt werden können. Einfach hilft, Kommunikation viel, viel effizienter zu machen, weil ich alle meine Stakeholder im Prinzip auf der gleichen Plattform habe und die gleichzeitig auf Arbeitsergebnisse und Status schauen können. Und ich nicht mehr dieses Thema habe, ich schicke die ganze Zeit Listen hin und her und muss irgendwie überall nachfragen, wo steht denn eigentlich was. Das heißt, insbesondere organisationsübergreifend, sehr, sehr mächtige Plattform, die sehr, sehr gut dabei hilft, Projekte zu steuern und zu leiten. Haben hier sowohl die Document Collection gemacht, das VDR-Management mit dem Q&A-Prozess, als auch die Schwärzung begleitet. Also auch da wieder ein sehr, sehr breiter Prozess und haben auch da den Punkt, das hören wir immer häufiger bei Mandanten, den Need, und das ist genauso wie vorher, stark das ins Business zu integrieren, was wir eigentlich machen. Denn auch bei einer Due Diligence Request List, wenn man Anfragen stellt, welche Dokumente man braucht, das ist natürlich häufig nach Rechtsgebieten geordnet, aber der Mandant ist vielleicht ganz anders organisiert von seinem Business her, von seinen Fachbereichen, von seinen Tochtergesellschaften, Länderorganisationen. Das heißt, auch da hatten wir die Möglichkeit, eben über die Steuerung und das Aufsetzen auf der Plattform das auch so direkt zu allokieren, dass dann derjenige aus der entsprechenden Fachabteilung einfach nur noch reingehen muss und sieht, das muss ich machen und sich nicht erst überlegen muss, in welchen Ordner muss ich gehen, was ist für mich relevant, wo muss ich nochmal umallokieren, sondern das ging alles über die Plattform sehr, sehr schnell und problemlos. Wenn wir dann einmal auf die nächste Seite gehen, ein bisschen anders gelagerter Fall bei der Daniela Seliger im Bereich aufgehängt, im Kartellrecht. Wir haben kürzlich für einen Mandanten ein Compliance-Questionnaire aufgesetzt. Das haben wir über HiQ gemacht. Sieht man auch mal beispielsweise, wie das aussehen kann, dann diese Plattform eben auch mit Möglichkeit, sich Startseiten zu generieren, grafische Auswertungen zu generieren, eben eine Datenbank aufzusetzen, aber auch Dokumente auszutauschen, alles auch sehr individuell aufsetzbar, und dadurch, dass es in Gruppen organisiert ist, kann ich auch sehr, sehr gut einschränken und aufsetzen, wer eigentlich was sehen darf. Das heißt, es ist auch nicht so, dass jeder draufkommt und immer alles sieht, sondern ich kann das sehr gut nach Gruppen aufteilen, ob ich jetzt eben eine Steuerungsgruppe habe oder einzelne Fachabteilungen, die dann eben nur die für sie relevanten Inhalte sehen sollen. Hier haben wir einen Fragebogen aufgesetzt, den dann einzelne Business Units durchklicken konnten,
Antworten geben konnten zu vorher definierten Fragen. Dann konnte halt hinterher jemand aus der Rechtsabteilung draufschauen, auch nochmal ein Rechtsberater, wenn dann eben Rückfragen waren. Und so kann man diese Informationen auch eben sammeln, nochmal Termine zum Follow-up aufsetzen. Auch das ist hier möglich über ein Kalendermodul und hat eben da auch eine sehr, sehr gute Steuerungsmöglichkeit, intuitiv nutzbar, was sehr, sehr gut angekommen ist und jetzt auch das Jahr über schon genutzt wird und mit sehr, sehr gutem Feedback versehen wurde. Also sehr, sehr spannend auch. Der Anwendungsfall und zeigt auch das breite Spektrum. Also wir nutzen es eigentlich über alle Fachbereiche hinweg, sowohl im Real Estate, Steuerrecht, Corporate, Kartellrecht. Die Plattform ist wirklich sehr, sehr mächtig und cool. Und wenn wir dann noch einmal auf die letzte Folie gehen, das ist mal ein ganz anderer Anwendungsfall und eher aus der Developer-Ecke, was so unter Quick Solutions bei uns auch fällt. Zwei Beispiele zu Anfragen, die wir bekommen haben, wo es dann einfach die Frage direkt im Mandat gab, können wir dann nicht irgendwie effizienter werden? Haben wir dann nicht irgendwie eine Lösung für? Dann mussten wir erstmal sagen, eine Lösung aktuell haben wir dafür nicht, aber wir können was bauen. Und das war einmal ein Kommunikationstracker auf einem Mandat, wo sehr, sehr viel E-Mail-Verkehr herrschte, der nachgehalten werden sollte in einer Excel-Tabelle. Und auch sehr, sehr viele Listen gepflegt wurden, wo wir ein Makro gebaut haben, was Inhalte aus verschiedensten Quellen genommen, gezogen hat und dann konsolidiert in eine Übersicht gepackt hat, sodass man da eben sehr, sehr gutes Status-Reporting hatte. Und das zweite Beispiel, das geht dann zusammen mit Makroprogrammierung, was man eher so ein bisschen als Low-Key bezeichnen kann vielleicht, weil es jetzt nicht irgendwie das shiny Developer-Ding ist, aber auch mit unserem Software-Roboter Blue Prism, der eine gewisse Automatisierung von standardisierten Prozessen erlaubt, haben wir 70.000 Rechnungsdokumente, die wir auf einem Litigation-Mandat bekommen haben, auf bestimmte Parameter hin durchgesehen, überprüft und dann geclustert und ähnlich wie in dem ersten Beispiel, was ich genannt hatte, eben gesagt, ist das Dokument relevant, ist es nicht relevant und dann entsprechend aussortiert, sodass auch da eben die Reduktion der Dokumente, die sich tatsächlich dann von einem Menschen noch angesehen werden mussten, deutlich reduziert wurde, denn 70.000 Rechnungsdokumente, das ist wahrscheinlich niemandem zuzumuten. Das war mal so ein kurzer Parfumsritt durch die Sachen, die wir nutzen, genutzt haben, aufsetzen, im Schrank haben. Gerne jetzt in die Fragerunde übergehen, aber Daniela, ich gebe an euch auch gerne nochmal ab, wenn ihr noch Punkte zu ergänzen habt. Ansonsten freue ich mich auch auf die Diskussion.